CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hätte kein Problem, wenn Herr Kollege von Notz einen kleinen Moment länger sprechen würde, wenn er sich wenigstens mit der Sicherheitslage auf unserem Planeten befassen würde und nicht Schilderungen, die mit Deutschland, mit Europa schlicht und ergreifend nichts gemein haben. Ich möchte gar nicht mehr in aller Ausführlichkeit auf den Inhalt des Gesetzesentwurfs eingehen, den wir heute debattieren. Das hat Herr Staatssekretär Krings bereits getan. Ich möchte einige Ausblicke auf die Fragen werfen, wo stehen wir eigentlich in der Terrorismusbekämpfung und was tut Not? Wir haben eine sehr ernste Bedrohungslage. Die Zahl der Gefährder in Deutschland ist in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen, derzeit rund 500. Über 100 Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind seit 2001 Opfer terroristischer Straftaten geworden. Und auch Deutschland ist im Visier des internationalen Terrorismus. Wir sollten nicht den Fehler begehen und auf ein rasches Ende dieser Bedrohung setzen. Denn alle Hoffnungen, die wir in den vergangenen 15 Jahren darauf gerichtet haben, haben sich als trügerisch erwiesen. Rund 4.500 Personen sind bislang aus ganz Europa nach Syrien und in den Irak gereist, um sich dem Krieg des Islamischen Staates anzuschließen. Wenn der militärische Kampf gegen den IS erfolgreich ist und seine Zurückdrängung gelingt, was werden diese Personen tun? Mancher wird sein Leben verloren haben, mancher wird sich im Ausland einen neuen Dschihad suchen, doch viele werden nach Europa zurückkehren, hochradikalisiert, hochbrutalisiert, und sie werden sich in einer Auseinandersetzung, ja in einem Krieg mit dem Westen sehen. Und wenn diese Einschätzung zutrifft, dann sinkt die terroristische Bedrohung leider nicht, sie wächst. Und wir werden es dann europaweit mehr denn je mit dezentralen Netzwerken zu tun haben, auf die es nur in einzelnen Staaten Hinweise gibt. Und deshalb wird es in Zukunft mehr denn je auf die umfassende Kooperation mit den Sicherheitsbehörden anderer Staaten, insbesondere mit unseren Partnern in der EU und in der NATO, ankommen. Und genau dafür legen wir mit diesem Gesetz die Grundlage. Die Nachrichtendienste sollen mit gemeinsamen Dateien ihre Erkenntnisse teilen und noch enger zusammenarbeiten können. Dies ist mitnichten ein Schritt in die Massenüberwachung, sondern dies ist angesichts der Bedrohungslage dringend geboten und tut Not. Die Große Koalition hat in den vergangenen Jahren viel für die Sicherheit der Menschen in Deutschland und in Europa getan. Ich möchte dafür auch dem Bundesinnenministerium sehr herzlich danken, insbesondere an Bundesinnenminister de Maizière, der in diesem Bereich ganz Herausragendes geleistet hat. Herzlichen Dank. Wir haben in dieser Wahlperiode im Kernbereich der inneren Sicherheit mehr als ein halbes Dutzend Gesetze verabschiedet. Die Opposition hat in jedem dieser Gesetze einen Anschlag auf die Freiheitsrechte, heute ja auch wieder Zitat, einen Angriff auf die Grundrechte erkannt und gegen jedes einzelne dieser Gesetze gestimmt. Wir haben das Reisen in terroristischer Absicht unter Strafe gestellt und einen Ersatzpersonalausweis für potenzielle terroristische Gewalttäter eingeführt, der nicht zu reisen befähigt. Die Opposition war dagegen. Wir haben das Terrorismusbekämpfungsgesetz verlängert. Die Opposition war dagegen. Wir haben die Mindestspeicherfristen in maßvoller Weise wieder eingeführt. Die Opposition war dagegen. Und nun spricht DIE LINKE im Zusammenhang mit diesem Gesetz erneut von Massenüberwachung. Und für die Bundestagsfraktion der Grünen gilt beim Datenaustausch Papier zur inneren Sicherheit, Zitat, weniger ist mehr. Und sie schließt daran die Forderung nach einem radikalen Umbau des Verfassungsschutzes an in ein, Zitat, stark reduziertes Bundesamt mit, Zitat, sehr schmalem Aufgabenbereich und, Zitat, stark reduzierten Befugnissen. Wenn das in Zeiten einer ernsten terroristischen Bedrohung Ihre Antwort ist, dann kann ich nur sagen, es ist gut, dass in diesen Zeiten nicht Sie regieren, sondern dass diese Koalition regiert. Bei uns ist die innere Sicherheit in guten Händen. Und ich will Ihnen auch raten, schauen Sie ruhig mal dorthin, wo keine grünen Ideologen regieren, sondern wo gemäßigte Kräfte der Grünen regieren. Beispielsweise in Baden-Württemberg hat der Ministerpräsident ja vorgesehen, dass der Verfassungsschutz ausgebaut wird, dass das Landesamt für Verfassungsschutz gestärkt wird, und Sie wollen es reduzieren. Vielleicht sprechen Sie einfach einmal mit Herrn Kretschmann. Uns ist die Balance von Freiheit und Sicherheit
gut gelungen. Und ich weiß, Sie sagen ja oft, der islamistische Terrorismus wolle nur, dass der Staat beim Schutz seiner Bürger überreagiere. Das ist richtig und zugleich falsch in dem Sinne, dass es ihm wohl kaum um eine Solidarisierung mit und einen Aufstand der Bevölkerung gegen eine vorgebliche Massenüberwachung geht. Ganz anders als die RAF richten islamistische Terroristen. Hören Sie doch mal zu, Sie können manches lernen. Ganz anders als die RAF richten islamistische Terroristen ihre Anschläge nicht gegen eine eingrenzbare Gruppe von Repräsentanten einer bestehenden Ordnung. Für islamistische Terroristen ist die westliche Kultur als solche der Feind. Sie richten ihre Anschläge bewusst gegen Zivilisten und wollen möglichst viele Menschen ermorden. Ihre Methode ist nicht das Attentat, sondern das Massaker. Diese Entgrenzung zielt auf nichts anderes als das Vertrauen der Bürger in den Staat als Garant der Sicherheit umfassend und restlos zu untergraben, in der Erwartung, dass in einer Gesellschaft, in der sich niemand mehr sicher fühlt, der innere Zusammenhalt zerbricht. Dem IS geht es um nichts Geringeres als um die Spaltung unserer Gesellschaft, um die Konfrontation von Einheimischen und Zugewanderten, von Christen und Muslimen. Es geht ihm um die Ausweitung der Kampfzone. Und deshalb wird diese Koalition den islamistischen Terrorismus mit aller Entschlossenheit und aller Härte bekämpfen. Nicht von der internationalen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden wird unsere Freiheit bedroht, sondern durch den Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhalts, dessen Wurzeln Unsicherheit und Angst heißen. Und weil es ohne Sicherheit keine Freiheit geben wird, werden wir heute dieses Gesetz beschließen. Herzlichen Dank. Das Wort hat der